Ja, liebe Schlussgangleserinnen und Schlussgangleser, liebe Schlussgang-Community, ich begrüße dich zu einer weiteren Sendung von Schlussgang Splitter TV. Heute im Zentrum für unserer Ausgabe ist sicherlich der Schlussgang, der aktuelle Schlussgang, der heute rausgekommen ist, mit dem Willy Graber auf der Frontseite. Der Willy Graber, der ja eigentlich gerne im April an seinem Heim schwingt, am Worblatthaler Hallen schwingt, wollte zurücktreten. Das ist aufgrund von Corona nicht möglich gewesen. Und er hat uns aber im Gespräch ganz klar gesagt, dass er nicht wette im heimlichen abtreten sozusagen, sondern dass er das auf dem Schwingplatz wette machen. Und darum wird er mindestens noch ein Schwingfest bestreiten, je nachdem bereits im September von dem Jahr, weil der Worblatthaler Hallen schwingt, ist mal auf den 19. September verschoben worden. Oder sonst allenfalls auch nächstes Jahr im Frühling, wenn der Worblatthaler Hallen schwingt im April wieder standesgemäß stattfinden wird. Weitere Themen im Schlussgang sind unter anderem auch eine Geschichte über Hans-Ueli Zbinden, über den Präsidenten der Werbekommission. Er, der in der Ostschweiz sehr viele verschiedene Ämter ausgeführt hat. Unter anderem ist er aber auch am Eidgenössischen Schwingfest in Frauenfeld 2010 im engeren OK gewesen, hat dort sehr viel für das gute Gelingen von dem Fest beigetragen. Und unter anderem haben wir in den Zeitungen natürlich auch eine Berichterstattung über die Neuterminierung von der eidgenössischen Anlässe, sprich vom Kirchberger Schwinget 2021 und vom Jubiläumsschwingfest 2021. Die Feste, die ja innerhalb von 20 Tagen werden stattfinden. Mehr dazu gibt es in den Zeitungen. Bestellen könnt ihr die online bei uns www.schlussgang.ch. Ich habe mich bereits zur Auflösung vom Wettbewerb. Ich habe der letzten Wettbewerbsfrage gestellt, die Frage gestellt hatte, wer das der letzte Sieger war in diesem Jahr an einem Schwingfest. Es war am Hallenschwingen Lausanne, der Michael Matte, der das Fest konnte, zu seiner Gunst entscheiden. Jetzt für die nächste Frage geht es so ein bisschen Richtung Berglandsfest. Am nächsten Sonntag war mit dem Stossschwingen das erste Berglandsfest auf dem Programm gestanden. Und ich würde gerne von euch wissen, wer oder wie viele Zuschauer haben die sechs Bergkranzfeste im letzten Sommer, Saison 2019, auf die jeweiligen Plätze gezogen? Es sind sechs Bergkranzfeste, wie ihr bekanntlich wisst. Und wie viele Zuschauer da gesamthaft dabei gewesen sind. Stossschwingen ist gerade ein gutes Thema, auch mit einem Hinweis noch auf den nächsten Sonntag, am 14. Juni, werden wir den Stossschwingen von 2018, wo ja der Lario Kramer überraschenderweise gewinnen konnte, werden wir dann noch in voller Länge im Real-Life-Stream noch einmal zeigen. Und damit ihr einen kleinen Einblick bekommt in die Übertragung, gibt es jetzt zum Abschluss noch das Siegerinterview vom 2018, wo der Lario Kramer mal von Spiridione Fragen beantwortet hat. Jetzt hatten wir den Sieger bei uns, Lario Kramer, heute Morgen früh hierher gefahren. Was hast du dir so gedacht, was für ein Ziel für den heutigen Tag hast du? Ja, also mein Tagesziel war natürlich der Kranz gewesen. Aber das Nerv für den Schlussgang und sogar zum Festsiegen gelangt, ja, das ist natürlich unglaublich. Ja. Jetzt wollten wir aber noch hören, wie du taktisch den Schlussgang angegangen hast. Ja, ich hatte nichts zu verlieren. Die Stelle hat mir nichts gebracht. Den Kranz hatte ich fast auf sicher. Oder auch noch auf sicher, ja. Und dann habe ich auf Tutti geschwungen, wollte gewinnen natürlich. Ja, du bist ja noch sehr jung, das ist dein Karrierehöhepunkt, ist das richtig? Ja, bis jetzt schon natürlich, ja. Der erste Kranzfestsieg und das an einem Bergfest, das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Ja, ich kann es momentan ehrlich noch nicht so glauben, ja. Kannst du noch nicht so recht glauben, aber ihr habt sehr aktiv geschwungen, beide, Marcel Bieri und du hast aktiv geschwungen in diesem Schlussgang. Für dich war klar, ich will den Sieg um jeden Preis fast. Ja, genau. Also, herzliche Gratulation und natürlich für die grössten Erfolge in der bisherigen, noch jungen Karriere alles Gute.